Unsere Vorbereitungen liefen sehr, sehr gut. Wir haben tatsächlich ziemlich viele Trainingsspiele gegen verschiedene Teams gemacht, auch wirklich gegen sehr, sehr starke Teams, denke ich, die auch vom Niveau her mindestens auf dem Niveau von Karlsruhe sind, wenn nicht vielleicht sogar stärker. Und ja, ich will nicht zu viel verraten, aber die liefen, wie man an meinem Gesicht sieht, sehr, sehr gut. Wir sind extrem confident. Wir glauben, wenn wir unser Spiel spielen können, dass wir auf jeden Fall besser als Karlsruhe sind. Und ich hoffe, dass wir das gleich euch dann auch so präsentieren können. Ja, also wir hatten jetzt im Split nicht gescrimmt, da haben wir einfach Freestyle-mäßig gespielt, aber wir haben jetzt vor dem Viertelfinale haben wir uns nochmal hingesetzt und nochmal ein paar Scrims gespielt. Auch gute Scrims, und ich denke, das wird sich bezahlt machen. Man hat ja auch gesehen, wir haben ja jetzt auch schon gegen Aachen und KIT beide gespielt. Einmal 2-0 und einmal halt 2-3. Aber wir haben auch gegen die guten Teams aus der anderen Gruppe gespielt und gegen die auch gezeigt, dass wir da competitive sind. Und ich denke, wir haben da einfach jetzt, wir haben ein bisschen stagniert die letzten Splits, aber jetzt haben wir so ein bisschen unseren Stil gefunden. Und ich denke, das ist, was man jetzt sieht. Ich war tatsächlich relativ glücklich. Also ich habe mich irgendwie gefreut, dass wir jetzt ein Viertelfinale nochmal gegen Karlsruhe haben und jetzt die Möglichkeit haben, uns nochmal für das Dokomi-Final zu revanchieren. Da haben wir ja, wie vielleicht manche Zuschauer wissen, 2-3 gegen die verloren und es war einfach sehr, sehr knapp. Und ja, wir freuen uns einfach jetzt nochmal einfach den Sieg über Karlsruhe zu holen. Und ich sag mal, wenn wir gegen Karlsruhe und dann gegen Bielefeld wahrscheinlich im Halbfinale gewinnen werden, dann ist ja auch klar, wer im Finale Meister wird. Also unsere Wut auf Paderborn ist, glaube ich, noch ein Ticken größer, nachdem die 2 Wochen bei Free Wochen einfach 1-1 gegangen sind. Aber auf Aachen, ich glaube, da ist vielleicht nochmal der ein oder andere PayPal-Link mitten im Spiel geflossen, und dann, da kann man nichts machen. Da ist die Wut dann aber groß. Doch. Also wir haben uns auch mal wirklich im Split mal richtig angeschrien, weil da irgendwas scheiße lief und richtig mal Beef gehabt. Und dann hat man das wieder geklärt und darauf wieder aufgebaut. Und das ist einfach richtig nice. Und deswegen, wir wünschen uns das wirklich so sehr. Aber wir wissen auch, also wie gesagt, wir werden morgen alle ausschlafen. Jeder hat sich morgen von der Uni freigenommen. Wir werden uns warm-upen. Wir haben Warm-up-Game vorher. Also ich weiß nicht, ob Karlsruhe und auch Redeemed, gebe ich ja recht, in den Finals Köln. Mit Static, weißt du, das war so diese LeBlanc-Kaiser-Meta und Redeemed ist einfach ein AD-Carry, der spielt diesen Counter into diese Broken LeBlanc als Kaiser einfach besser. Aber die gibt es jetzt nicht mehr. Und ich habe so Games gespammt, deswegen, ich glaube, wenn er einfach merkt, dass er eher actually caren muss, dass er nicht gesolo-killt wird, ich glaube, dann wird das Game einfach für die zusammenbrechen. Ich hoffe es zumindest. Und wenn die das realisieren, vielleicht kommt dann auch ein bisschen Panik aus, weil wir werden auf jeden Fall keinen 10.000 Gold Lead throwen. 100% nicht. Ja, also wir haben uns, wie gesagt, sehr viel verbessert, und ich glaube auch jetzt, wir haben jetzt mal die Offline-Luft schnuppern dürfen, und ich denke, das hat uns alle nochmal sehr viel mehr motiviert, offline zu spielen. Also so jeder, der mal beim Uniliga-Finale auch war, der weiß, wie nice das ist da, und da würden wir sehr gerne spielen, und da ist dann der Hunger jetzt sehr, sehr groß. Ja, meine abschließenden Worte sind eigentlich erstmal an alle Leute, die hier zuschauen. Es ist super cool, dass ihr immer im Chat supportet. Das bedeutet uns allen super, super viel. Auch die Uni, Offline-Finals dann sind immer ein Mega-Event. Und ja, mit diesen Gedanken sind wir auch einfach so motiviert wie noch nie. Ich glaube wirklich, diesen Druck, den wir uns alle selber machen, aber in einer positiven Form, hat uns wirklich nochmal als Team und auch individuell super doll gepusht. Wie gesagt, wirklich, dass wir jetzt in dieser Woche so gut gespielt haben wie noch nie zusammen. Deswegen glaube ich, wird es so oder so eine super Banger-Series. Ich muss aber leider sagen, dass ich mir vorstellen kann, dass das ziemlich schnell für Karlsruhe zu Ende gehen wird, weil wir einfach insgesamt die besseren Waffen haben. Vom Champion Pool her, von einfach allem, denke ich, dass wir da den Edge haben. Und ich hoffe, dass wir das auch genauso abrufen können. Und ich hoffe, man sieht es. Ich habe mir von den Offline-Finals, wo ich gegen Sola das 1 gegen 1 gewonnen habe, das Gewinner-T-Shirt von Bremen angezogen. Und genau wie in Bremen-Manier vom letzten Split werden wir auf jeden Fall bis zum Finale durchmarschieren. Dann nicht 8-mal verlieren, das nicht, aber wir werden auf jeden Fall der Meister werden. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr uns alle auf diesem Weg einfach begleitet und im Chat ordentlich reincheert. Und meine abschließende Prediction ist, ich könnte mir vorstellen, dass Karlsruhe vielleicht mit einer guten Draft ein Game holen wird, aber mehr als ein Game werden wir ihn auf jeden Fall nicht geben. Deswegen sage ich 3-1. Ja, also ich denke, wir werden ein nices 3-2 hier sehen. Also ich glaube, die Chance dafür ist groß. Ich denke, wir sind sehr ebenbürtige Gegner, und ich bin einfach sehr, sehr hyped, gegen die Jungs zu spielen. Ich habe die jetzt ja auch im echten Leben kennenlernen dürfen. Und ja, die Wein zu sehen, würde mich glücklich machen.